Seine Reifen. Action. Auf den Punkt. Oh, sorry. Fehlstart von mir. Wow. Oh, da. Oh, scheiße. Ich hab dich nie gesehen. Sorry. Okay, ich pushe raus. Meine Schuld. Okay, ich kommentiere das Rennen. Ich mute mich hier, damit ich euch nicht nerve. Mann. Finde ich scheiße. So, Coolens erster Virtor. Hat er Schadenabflüge? Natürlich hat er Schadenabflüge. Okay, dann kommen wir hier mal den Rest. Ist ja nicht schlimm. Ist der hier rausgeflogen? Oh. Stimmt, wir sind bloß 6 Leute. Dann holen wir mal Tenshi rein. Tenshi! Tenshi, was los? Ihr habt gestürzt, oder? So, Spiegel, du bist hier. Ja, ja. Ich starte auch gerade wieder neu. Kann ich auch nur kommentieren. Toll. Der Steam ist abgeschmiert. Ach so. Und dann ist das ganze Spiel ausgegangen. Interessant. Acht Join muss beitreten. Ja, dann müssen wir halt im zweiten Rennen mitfahren. Ja. Was hast du denn gemacht? Bist du selbst, also selbst umgebracht? Ich wusste nicht, dass jemand links neben mir war. Ich habe Virtua abgeräumt. Ich muss deinen Stream mal muten, weil ich höre die ganze Zeit alles doppelt. Ja. So. Wusste nicht, dass Virtua neben mir war. Ich habe nichts angezeigt, ja, zumindest habe ich es nicht gesehen. Na gut, dann muss ich das hell. Hast du, oh, Leute, du hast wahrscheinlich den Chat nicht gelesen, ne? Warum? Da stand drin, vorsichtig fahren. Ja, das will rausfliegen aus der ersten. Das habe ich geschrieben. Ja, ja, natürlich. Weißt du, glaube ich nicht. Weißt du, aber selbst nicht dran halten, weißt du? Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's leider nicht gesehen. Ich dachte, der war hinter mir. Ich will nur zusehen, perfekt. Ich will nur zusehen, als ob ich das gewollt hätte. So, wer ist jetzt hier eigentlich? Das ist F1. Kuhn ist ganz vorne dabei. Ja, ich hab Virto vorne einen Flügel kaputt gemacht. Der fährt jetzt hinterher. Das stimmt mit dem Ferrari Bigio. Alter, über. Nicht leicht. Ben noch relativ weit hinten, aber er kämpft da ganz schön krass rum mit den anderen zwei. Was machen die denn da? Wow! Was ist das? Boah, das ist doch ein Hüpel, what the fuck? Was? Was Hüpel, what the fuck? Boris hinten links, der Reifen ist weg. Ich glaube, das war Kampflinie gerade. Ich weiß nicht. Der wollte Kampflinie fahren, glaube ich. Richtig, actually, der kommt zum Platzen, der ist scheiße, Boris, wir wissen jetzt dahin, Laubritz kommt jetzt, du bist ja Pumpen kaputt, ne? Ja, ich hab keinen Daten, ey. Ey, ist voll mies, ne? Wenn du wenn du Open Wheeler einmal getroffen wirst, bist es der Master. Ja. Reaper hat sich ausgerüstet. Wir sind jetzt überhaupt noch im Spiel drinne. Hier ist überall Ausrufezeichen. Danke für den Aeroschaden, Reaper. Danke für meinen mäßigen Rat. Aber ich bin zum Glück noch halbwegs vor dem Pit. Cool, fährt jetzt allein nach Hause das Rennen. Ja, das ist richtig. Deswegen im Grund bin ich Zweiter. Ja, alle anderen haben sich abgeschossen. Wie viel waren im Start vorhin? 8 eigentlich. Okay, jetzt sind es noch 6. Das war aber auch jetzt kacke, ey. Viele Runden kann man nicht. Ich wollte nur noch ganz kurz dein Stream aufmachen. Weil ich nebenbei noch ein bisschen gucken kann. Wir gucken, wie du vielleicht reagierst auf irgendwas. Und dann wollte ich wieder ins Spiel reingehen, auf einmal bumm, Steam weg, alles gecrashed. Oh. Aber jetzt habe ich nur, ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass das Spiel schon gestartet ist, dass alle auf bereit waren, das Spiel schon geladen hatte. Kann sein, dass es mitten im Laden gewesen ist.
Ist da was Spannendes? Dürfte eigentlich nicht passieren, das ist merkwürdig. Wer ist denn da immer noch am Rand? Ist das Boris, bist du das? Das ist Boris! Ja. Ja, Boris muss sich, ja, kämpft sich durch. Ich könnte überhaupt nicht mehr fahren. Ich glaube, ich habe 2 Reifen verloren. Ja, wenigstens noch Punkte mitnehmen, Boris. Wenigstens noch Punkte mitnehmen. Gibt keine Punkte. Du hast voll japanische Schriftzeichen hinten drauf auf deinem Flügel. Hä? Boris, wunderschön. Wir kennen das von Boris nicht anders. Boris sieht durch. Hey, wie wird's auch bei uns? Ich glaube, bist du so schnell. Vielleicht, weil ich einen Reifen mehr habe als du. Boris ist krass. Liebe Rache. Das sieht aus, ja. Ich komme einfach nicht. Aber wäre richtig mies gewesen, wenn du jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund so gedreht wärst, einfach Boris, und in den voll reingefahren wärst. Und du bist gleich drin. Mal gucken, was passiert jetzt. Wenn du da jetzt reinfährst. Hast du Reparaturen eingestaltet? Ja, ich habe alles jetzt auf Default zurückgesetzt, also alles. Jetzt geht's los, jetzt war er ganz normal, ist ja nichts gewesen. Plötzlich funktioniert's. Aber er fährt nicht auf 60, er fährt bloß auf 56. Da ist ja alles noch offen. Reaper ist auch vor dir drinne. So, 2 Minuten, wie Perix jetzt kommt. Kuhn hat einen riesen Vorsprung jetzt natürlich. Reaper muss aber auch ganz schön kaputt sein, dass er so lange da rumsteht. So eine Scheiße, Alter. Das schwer, den noch anzuholen. Kotzen, ey. Hast du meinen Dreher gesehen? Naja. Ah, wir waren gerade am Boris hinterher gucken, wie er sich zu langsam in die Box geschleift hat. Ich hab noch vor der Einfahrt überholt. Reaper, du hast so eine Tendenz, Leute abzuschießen, ne? Was hab ich? Eine Tendenz, Leute abzuschießen. Ich hab keine Tendenz, Leute abzuschießen. Du hast 2 Leute abgeschossen. Dank dir bin ich in der Box und Boris auf den 3 Räder abgeboxt. Wo hab ich denn Leute abgeschossen? Einmal in der Schikane Trevi habe ich von hinten gesehen, da gab es einen ziemlich heftigen Kontakt und dann hast du zurück Zwiebel gezogen. Ja, du hast dich ausgedreht nach der Schikane. Ja, rausgedreht, wow, was soll ich denn da machen? Ja, das nehme ich dich nicht übel, aber du hast Boris nämlich heftig abgeschossen. Dann bin ich mal gespannt. Und Tibika hat sich selbst abgeschossen scheinbar. Ja, naja, ich habe Virtu abgeschossen. Ach so, okay. Weil, weißt du, der Chemietro schreibt noch, fahrt vorsichtig in der ersten Kurve und jetzt sagt er so, ja, ich hab nicht gewusst, dass der neben mir ist. Das Problem ist, er hat zu mir, Virtu hat halt zu mir gesagt im Discord, scheiße, ich hatte einen Fehlstart und ich hab ein Auto direkt, und ich hab ein Auto direkt hinter mir gesehen. Ich dachte natürlich, das war Virtu, dabei war Virtu noch neben mir. Und das war das Problem. Ein Knopf hätte ich. Ja, da ist er eindeutig selber schuld. Hättest du nach links geguckt. Das hab ich nicht. Er ist eindeutig selber schuld, der Virtu. Ganz einfach. Ich bin schuld. Aber ist er trotzdem Platz 3 noch. Oh, da ist noch Platz 2, Alter. Hier geht's ab, Alter. Hier geht's ab. Ich bin wieder auf der Strecke hinter dir. Reaper und so, und Boris haben ja schon ihre Pflichtstopp schon durch jetzt. Ja, musst du ja rein. Ja, obwohl ich müsste auch noch mal rein. Alle außer Kuhn hatten ihren Pflichtboxenstopp. Oh, jetzt, ja, Lautritz, verteidige deine Linie. Ja, verteidige. Das ist das Problem, ne? Die Karten sind so breit. Oh nein, ich glaube, jetzt war wieder. Der hört mir bestimmt im Stream zu. War jetzt wieder nervös, weil wir ihn zugucken. Scheiße. Der war anders hingucken. So, guck mal, Boris, 4 Minuten hinterher. Du schaffst das. Aber Boris, er kriegt wenigstens Punkte, er ist nicht disqualifiziert. Es gibt keine Punkte. Aber du musst es so sehen, das ist ein. Ehrenpunkte. Ja, im richtigen Rennen, in der richtigen Serie, da würde er wenigstens noch Punkte kriegen. Hast du diese scheiß erste Schikane, Alter. Aber übrigens, also nee, ich will jetzt wenn ich reinreden die ganze Zeit oder Trevi. Was? Warum? Deswegen? Ja, also ich finde die neue Punktevergabe eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Die dritte? Neue Punktevergabe? Hä, was? Ja, die dritte Variante, das wäre einfach so, dass der, aber dann hast du natürlich, wenn du Erster bist, so keinen krassen Vorteil, ne? Richtig. So, das ist halt einfach nur. Das ist wie die alte Formel 1-Punktevergabe oder was? Ja, sehr ähnlich. 10, 8, 6 oder was? Der ist ja von 13 angefangen bis auf einen Punkt runter. Ach so, einfach umgedreht quasi nach Plätzen. Naja, nicht ganz. Ich kann es dir nochmal noch mal genau sagen. Also, wir haben einmal 13 für den ersten, 10 für den zweiten, 8 für den dritten und dann geht's runter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also, 10. Positionalpunkt. Sehr ausgeglichene Sache. Natürlich ist es auch so, wenn du jetzt hinten bist und dann mal Erster wirst,
dann bringt dir das nicht so krass viel, dass jetzt auf einmal übelst dann. Ja, aber wahrscheinlich ist das halt. Das ist Konstanz ja, ja. halt, natürlich. Es ist halt eher auf Konstanz ausgelegt. Wir müssen alle abschießen, aber wir fahren ja keine Open Wheeler, wo die Räder einfach abfallen. Ja. Richtig. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Bin ich echt heilfroh drüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey. Das ist halt echt schon krass. Schnell die Dinger kaputt gehen. Du machst einen Fehler und. Laubrinz nach 58 Sekunden vorne. Mal bestimmt auch irgendwie halten. Nee, warte mal, nicht 58 Sekunden vorne. Was laber ich denn? Ist ja nur die Zeit von links. Also, Virto sollte Kuhn eigentlich kriegen, wenn Virto jetzt durchfahren kann. Er ist halt wirklich noch eine ganze Stange schneller als Kuhn. Boah, es ist krass. Boris, Hut auf. Ja, für mich ist das Rennen eh gelaufen. Ich hab zu wenig Sprit und Zähne zu fahren. Also. Ja, schön. Darfst du nicht nochmal tanken? Ja, aber zu wenig. Das hast du nicht auf die Vor zurückgestellt? Nee, du kannst ja noch, ich meine jetzt nochmal tanken. Ja, super, dann ist es sowieso vorbei. Und der ist hier 3 Sekunden oder so hinter dir, der Boris. 3 Sekunden? Ist wie lange ein Boxenstopp dauert? Nein, mein Boris ist doch 4 Minuten hinter mir. Boris ist ja. Ja, ich meine ja Minuten, ja, sorry. Was, aber wie lange dauert das? 3 Sekunden, hä? Der Boxenstopp, wenn ich nur tanke, dauert es nicht so lange, aber da muss ich trotzdem noch warten, weil ich habe 10 Sekunden war letztens das Tanken mit 8 Runden Sprit eingestellt oder 7. Also muss ich noch bis zur 7. Runde warten. Heft es mal durch, Kuhn müsste jetzt an die Box fahren. Und das tut er auch. Was? Ernsthaft? Mhm. Wo ist er denn da? Er fährt langsam rein. Alter, ist er langsam. Glaube ich fast vergessen hier anzusagen, sein Boxer. Der scheiß Disconnect ist halt nervig. Das ist wirklich zum Kotzen sowas. Aber ich sag's vorhin noch, weil ich vorhin in einem Training rausgeflogen bin. Wenn das im Rennen passiert, ist das richtig scheiße. Wird das noch sehr, sehr weit weg. Das könnte auch interessant werden. Also Kuhn wird auf jeden Fall vor ihm rausgemacht, die Strecke. Das ist natürlich nice. Aber er kommt übel schnell ran. 16, 15, 14, ja gleich 14 Sekunden. Ist natürlich auch 3 Sekunden schneller pro Runde. Minus eine Minute. Ja, ignorier das Spiel manchmal, ne? Oh, das. Nee, der kriegt den auf der Geraden noch. Krass. Aber ja, okay. Nee, reicht nicht. Da vorne ist Kuhn. Das sind vielleicht noch 5 Sekunden, wenn überhaupt. Kuhn hat natürlich jetzt frische Reifen und Virto müsste dann wahrscheinlich auch nochmal rein, wenn er jetzt nicht sehr, sehr reifensparsam fährt für den Rest des Rennens. Er ist in der ersten Runde dank mir reingefahren. Ich lag auf Platz 2, das kotzt mich so an, ey. Eine Scheiße. Hast du diese erste Schikane? Das ist jedes Mal das gleiche. Na, dann bleiben wir mal ein bisschen an Virtu dran, würde ich sagen. Da wird es gleich Action geben. Ja, da vorne ist er. Hol ihn dir, Virtu! Hol ihn dir! Wir wollen Action sehen! Schlag ihn sein Rad ab! Habt ihr irgendwelche DRS Grenzen oder sowas mitgekriegt? Nee, ne? Nee, Grenzen, nö, gar nicht. Kannst du überall benutzen. Ja, ich. Kann man aber auch nicht ausschalten. Leider. Vielleicht könnte man DRS ganz ausschalten. Nee, geht leider nicht. Geht nicht? Nee. Also kannst du DRS gar nicht? Das ist komisch, ja. Wirklich komisch. Das ist halt zu der Rennklasse. Jetzt wechselst du nochmal meine Reifen. Naja, gut, da habe ich ganz frische Reifen. Okay. Da kann ich halt jetzt den Rest zu Ende fahren. Sehr schön. 7 Runden. Übrigens, irgendwann mache ich das mal. Dass ich irgendwann mal, also vielleicht nach unserem Loop Cup, vielleicht wirklich mal so 3 Monate iRacing hole für $5. Dann einfach mal diesen Mazda Cup mitfahre oder so. Mal gucken, wie das ist. Blaufenstunfall. Und ja, mal testen. Ja. Würde ich mich so anschließen. Gut. P3. Das Schwierige ist halt, wenn jemand zu gut ist und man geht in ein Rennen rein, dann, wenn da zu viele Spieler sind, werden 2 Server aufgemacht und dann gehen die Leute mit weniger guten Score gehen in ein Rennen und die anderen in anderen Rennen. So. Also wenn du zusammenspielen willst, aber jemand einfach einiges besser ist als der andere, dann kann es sein, dass man nicht im gleichen Rennen ist. Das ist auch ein bisschen traurig.
Aber an sich finde ich es trotzdem irgendwie ganz, ganz nice so irgendwie. Für 5 Euro kann man es mal testen. Kannst? Danke. Ah, Blattpilz hat nur noch 3 Räder. Oh. Da ist der muss in eine Box, sehr gut. Ja, ist doch gleich da, perfekt. Er ist schon bei der Parabolika. Aber cool ist aber schon ganz schön rangefahren jetzt hier. Das heißt, er muss noch von der Parabolika bis zur Box fahren, okay? Ja, das ist... Lang. Das ist ein Stück, ja. Kann ich noch ändern? Nee, ich hab schon alte Ewigkeiten. Oh, da liegt ein Rad. Lol, ist das das Boris-Rad gewesen? Das nee, Boris-Rad. Kuhn jetzt so raus. Ja, die Szene vor der Askari war wirklich ein bisschen krass, so. Da war ich halt übelst drin, ein bisschen Brechstange, so, ja, das war kacke, aber ansonsten für den Dreher kann ich halt jetzt ist nervös. Du hast einen großen Fehler gemacht, oder? Du bist nervös. Ja, oh, jetzt geht's los hier. Der ist an, jetzt wird durchgezogen. Windschatten noch mitnehmen und dann rechts vorbei. Easy, ja. Oh, übelst knapp. Wenn jetzt mein Spotter an hätte, dann würde da stehen. Links ist immer noch einer. Verschwinde. Der ist immer noch links. Und der linke Gegner wurde eliminiert. Ey, Popkins geholt. Juhu. Ja. Und da gab es einen Führungswechsel. Kuhn sollte dranbleiben. Vielleicht hat er noch die Möglichkeit, falls Wirtu nochmal rein muss. Kuhn muss auf keinen Fall nochmal rein. Außer er macht einen Fehler. Außer er macht einen Fehler natürlich. So, was haben wir denn hier? Reaper ist schneller als Trevi. Ja, Kuhn hat leider den Fehler gemacht. Darauf hoffe ich so ein bisschen. So, was haben wir jetzt? Was gibt's hier? Oh, was ist das gleich bei Blobprinz? Was? Gut aufgeholt. Hä? Moment. Aber Boris hat ihn gerade nochmal überholt. Blobprinz, Alter, wie lange steht denn da jetzt in der Box? Okay, jetzt kommt er raus. Blobprinz geht aus der Box raus. Ey, irgendwas Boris stimmt hier nicht. Eine ganze Runde fahren und Blobprinz überholt. Wollte gerade sagen. Irgendwas stimmt hier nicht. Noch eine Runde zurück. Wie viele Runden wie sind denn noch in dem Spiel? Das sieht man gar nicht. Wir sind in Runde 10, noch 4 Runden. Also, wann siehst du das? Oben bei Virtus steht Runde 10. Ach so, da! Ah, okay. Aber ich wäre dafür, dass wir erstmal keine Open Wheeler mehr fahren. Ja, wir machen jetzt noch ein Rennen. Eins noch. Noch ein Rennen, oh nein. Ja, das war's. Wir wollten jetzt ein Rennen machen ohne Qualifikation mit random Startposition. Okay. Einfach damit wir jetzt direkt noch eins machen können. Für den Fall, ja, dass jemand am Anfang Gott rausfliegt und nicht mitfahren konnte. Richtig. Gut mitgedacht, würde ich sagen. Und für die Leute, die Räte verloren haben. Ja. Problem ist natürlich, wenn das random Startpositionen sind, kann es sein, dass ich in der Mitte sitze oder vorne und dann alle rausfliege. Ja. UPB, wuhu. Stimmt ja, was wird es jetzt für ein Safety-Rating geben nach diesen Crashs hier, ey? Also ich werd gewaltig abstürzen, das weiß ich jetzt schon. Als Dritter eine Minute hinter Kuhn. Boris, hier wieder auf der Zielgeraden. Kannst doch gern Vierter werden, das ist kein Problem. Ja, danke. Ja. Kuhn nur eine Sekunde. Oh. Da ist aber fast 2 Sekunden jetzt hinter. Irgendwer hat sich gerade gedreht. Wer ist denn noch? Ich sehe nur F1 die ganze Boris Zeit. Boris hat sich gedreht. Nee, ich hab dich gefangen. Achso, okay. Es klang gerade so, als ob dich gedreht hast. Ja. Wäre ich in einem anderen Universum, aber in diesem Leben nicht hinkommt. Aber Kuhn bleibt dran, mein Wirt. Sieht man eigentlich, wenn jemand DRS anmacht? Ja, und siehst du am Tacho, wenn du ihn anschaltest. Nee, nicht mehr. Achso, am Auto siehst du es nicht, oder? Ja, Blaubwitz macht immer noch kein DRS. Also ich hab noch nicht gesehen, dass man es. Das wäre aber geil, wenn man das sehen würde. Ja, also ich habe so ein bisschen. Ich guck jetzt mal bei Boris, ob er irgendwann DRS an. Ja, ich dachte ja, dass das dann runterklappt vielleicht, weißt du? Läuft langsam, läuft. Auto ist langsam warm. So nach Boris sind aber auch doch jetzt aber DRS angemacht. Viel zu spät, Boris. Nee, es ist wahrscheinlich die Late angezeigt. Achso, das kann sein. Wir müssen Blaubritz nachher mal sagen, wo er das einstellen kann. Wäre schon nett, ja. Weil ich habe schon das Gefühl, dass wenn du echt DRS nicht machst, hast du gar keine Chance. Also was du da für Speed dazu kriegst, ja krass. Gerade auf der Bahn ist eine Sekunde, 280, ja. 290 auf der Zielgeraden, da bin ich gerade mal mit 250 von uns durchgebrettert ohne DRS. You're two laps down the leader. Danke für diese Motivation. Danke, Spotter, danke. Ja, danke. Machen wir noch gar nicht dran zu bleiben, verliert langsam immer mehr Grund. Hinten sind alle zu weit auseinander, da passiert gar nichts mehr, wenn dann kein Unfall passiert. Ja. Nimm mir doch nicht meine Hoffnung. Ja, ich glaube, wir reden hier von Boris und Blaubrinz. Achso, ja. Ich glaube, da passiert wirklich nicht mehr viel.
Ja, obwohl Blauprinz schon wirklich viel, viel langsamer ist als Boris. Aber Kuhn haut mittlerweile die 1,35 Zeiten raus. Das ist krass. Meine Bestzeit ist erst 1,36 irgendwas. Ja, mein Gott. Wo ist er gerade überholt? Da kommt, haben wir eine Überrundung oder was ist das? Scheint so. Von Blauprinz. Wer ist denn das da? Das ist Blauprinz, okay. Also es wurde Blauprinz rausgekickt. Ich glaube, Blauprinz ist einfach gerade ausgefahren. Crasher von hinten war das wahrscheinlich. Was? Meine Wassertemperatur ist hoch? Das ist nicht gut. Da kannst du endlich geile Ramen kochen. Reaper hat noch 64 Liter im Auto. Alter, wie viel hat der reingemacht? What the fuck? What the fuck? Ich seh das gerade. Dafür habe ich euch drin. Boris hat noch 46. Alter. Blauprinz. Jawohl. Boris hat auch 45. Ja, Blauprinz hat noch 6,8. Das ist trotzdem zu viel. Hä? Ich wusste ja aufs Reaper. Hey, kommst du mit 6,8 überhaupt über die Runden noch durch? Das müsste noch klappen. Ja. Zwei Runden. Ich glaube, glaub, du brauchst 3, 5 brauchst du. Ja, so irgendwie 3 Liter. Ja, oder 3. Es wird knapp, aber ja. Gut, wenn man ein bisschen abkürzt, dann geht's. Dann klappt's auch. Verstehe. Rennleitung, was ist hier los? Rennleitung, disqualifizieren. Oh, da haben wir nochmal einen Boris, der ein bisschen Reifen durchdrehen lässt. Spritlos werden. Was wie ja, gucken, wie die Reifen sind, sieht man ja leider nicht, ne, beim Zuschauen. Ja, das geht ja nicht so richtig irgendwie. Mein vorderlinker Reifen hat jetzt gelitten von den ganzen Speed-Nerven. Aber ich glaube, Virtu zieht durch. Seine Reifen werden wahrscheinlich nicht mehr so toll sein. Jetzt hat er nicht mal sein DRS aktiviert. Ja, hat, ach ja, der war ja am Anfang in der Box. Ich würde gerade sagen, man war in der Box, aber ja. Hä, hey, da ist ja jemand vor mir. Da ist ein Blauprinz. Achso, Blauprinz. Oh, schade. Boah, das will ich schon wieder abschießen. Was heißt du schon wieder abschießen? Hä, hey, wann soll ich dich denn abgeschossen haben? Was willst du denn von mir? Du bist auf die Geraden, die letzte. Was? Abgeschossen. Auf das Ziel geraten. Bist du nach glaube, rechts du bist Kampflinie gefahren. Hä? Also ich war ich bin dran. Kampflinie ich gefahren. Ich hab's aber nicht gesehen. Ich hab auch keinen Schlag gemerkt, dass ich dich irgendwie kann man nicht anders so. Ich hab ja, keine Ahnung, was. Ich habe auch keinen Schlag bekommen. Ich hab nur gesehen, dass du ja, mein Helm gefahren mein Rad, bist. Mein Rad war bei deinem Rad. Und dann habe ich gesehen, wie du voll nach rechts ziehst, habe ich weggezogen. Boah, Kacke, selber Schuld, Boris, wenn du einfach wegziehst. Was? Achso, du hast mein also, Auto, war keine Kollision, du bist rausgezogen. Achso, okay. Ja, aber dann bin ich ja schon. Nein, aber ich dachte, du bist halt noch weit genug weg. Jetzt das Spiel ist gravitierend, Alter. Letzte Runde, Blauprinz hat super gerechnet, das ist noch bei 3 Litern. Ja, mein Spotter hat ja auch nichts gesagt, der hat ja nicht gesagt, links neben dir ist einer oder so. Deswegen, rechts neben dir. Deswegen dachte ich so, naja, okay. Ich glaub, die... Komisch. So, Blauprinz, jetzt lässt aber Ken da durch. Nächsten lässt du nicht durch. Ich möchte mal anmerken, keine Zeitstrafen bis jetzt, von niemandem. Stimmt, ja. Alle ein sauberes Fahren. Ein sauberes Fahren. Und die, die. Die erste Runde. Oder die zweite. So, dann sind wir durch. Virtu ist erster. Kuhn fährt jetzt auch ins Jahr zweiter. Was heißt, dann sind wir durch. Müssen wir eine Runde fahren. Arsch. Ab ins Ziel mit euch. Retire to pit. Das wie viel? Ich muss so schnell glaubt, dass es vom Gas geht. Was ist das? Ey, ich muss mit meinen Reifen durchfahren. Arsch, keine Ahnung. Ich hab die ganze Zeit gehofft, dass du vielleicht doch noch in der Box musst. Ich wusste nicht, ob du schon ich warst. Eine Runde mehr vor. Ich war ja in der Box gewesen in der ersten Runde. Was? Wieso? Du hast ja noch bei DRS-Knopf gekommen, GG. So. Wenn ihr durch seid, mach ich dann einfach nur das Match auf. Ist auch ein Bescheid. Wenn man jetzt durch die Linie gefahren wäre, wäre es dann Ende oder muss man da eine Runde fahren? Ja, das hätte ich ja nie aufhören. Nee, ist Ende. Ich bin, ja, bei mir war es auch vorbei jetzt. Ich dachte, ja, bei mir stand Runde 13. Ich glaube, jetzt ist die Box gefahren. Als du vor mir warst da am Ende, da habe ich dann noch mal ein paar gute Runden gefahren. Du hast ein paar richtig gute Runden gefahren. 1,35 hast du in die Zimmer. So. Ja, habe ich ja im Quali auch, im Training auch schon erschaut. Achso. Also irgendeiner hatte sich vorhin, ich glaube Blauprinz, nee, weiß nicht.
Der hatte sich sofort verabschiedet, als ich hinter ihm war. Da bin ich in eine Kurve rangefahren und dann war auch gleich Feierabend gewesen. Ich hab gedacht, du warst hinter mir, weil du gesagt hattest, dass du einen Fehlstart hattest. Und deswegen bin ich nach links gezogen. Nein, ich hatte. Ja, ich wir waren da zu dritt nebeneinander. Ich bin nicht gut weggekommen. Da habe ich gesagt, scheiße, geht nicht. Warte mal, haben wir Wiederholung? Ja, ich speichere es. Ich hab dich voll weggedrückt, weil ich nicht wusste, dass du nehmen wirst. Ich dachte, so, dann war ich frei. Ich denke, scheiße. Ja, ich mach trotzdem auch mal Wiederholung. So. Du hast mich erstmal weggedrückt für mich. Und dann, ich bin nicht richtig losgekommen. Deshalb habe ich das gesagt. Scheiße. Dann habe ich nämlich, ich habe meinen Start anders gemacht, wie ich ihn sonst immer gemacht habe. Und das hat mich, scheiße, ich denke, ich bin jetzt scheiße weggekommen. Dann habe ich das gesagt. Und dann habe ich aber gemerkt, so schlimm war es ja doch nicht gewesen. Hm. Hinter mir kam, ich weiß nicht,